Wir starten PS stark. Die deutschen Tourenwagen Masters sind zu Ende gegangen mit einem überraschenden Triumph von Maximilian Götz, Fahrer aus Bayern. Er startet für ebenfalls ein Team aus Bayern und sein Teameigner ist Hubert Haupt, früherer Rennfahrer aus München, der gelegentlich immer noch hinter das Lenkrad steigt. Das Ganze war sehr spektakulär, denn erst im letzten Rennen hat sich entschieden, wer der neue Champion wird. Das Happy End hätte in keinem Drehbuch besser und packender geschrieben werden können, als es dann am Finaltag der deutschen Tourenwagen Masters war. Vor eigenem Publikum auf der bayerischen Strecke auf dem Nürnberger Norisring gewinnt mit Maximilian Götz, ein Fahrer aus Bayern, im Fahrzeug eines bayerischen Teams und sichert sich neben dem Tageserfolg auch den Gesamtsieg in der DTM 2021. Im Mercedes AMG holt sich der 35-Jährige aus Uffenheim jeweils den Sieg in den beiden abschließenden Läufen der Saison. Dabei profitiert Maximilian Götz vom Ausscheiden bzw. Rempeln der beiden Führenden. Es ist ein Teamerfolg, der so zwar angestrebt, aber eben auch nicht planbar war. Mit dem Start des HRT-Teams kehrt dessen Gründer Hubert Haupt in diesem Jahr in die deutschen Tourenwagen-Masters zurück. Der Münchner steigt selbst immer noch in den Rennwagen und hatte bereits im Frühjahr angekündigt, um die Meisterschaft in einer der prominentesten Rennserien für GT3-Fahrzeuge mitmischen zu wollen. Gesagt, getan und gewonnen. Maximilian Götz und das Haupt Racing Team sind sicherlich der überraschende DTM-Champion 2021. Unverdienter Gesamtsieger sind sie aber keineswegs. Und alle drei sind heute im Studio. Der Champion Maximilian Götz, der Teameigner Hubert Haupt und natürlich der Riesenpokal für die Meisterschaft in deutschen Tourenwagen Masters. Glückwunsch und Glückwunsch an beide, denn beide sind daran beteiligt. Aber wir müssen gleich sagen, trotz Saisonende, es wird so heiß diskutiert über dieses Saisonfinale, wie wahrscheinlich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Fühlst du dich so ein bisschen um den Ruhm des Titels noch fast beklaut, beraubt, weil es immer in Abrede gestellt wird, ist alles mit rechten Dingen zugegangen? Natürlich, also ich meine, du wirst ja nicht jedes Jahr Meister. Ja? Ich habe in der Vergangenheit schon um Meistertitel gekämpft, aber das ist mit Sicherheit der größte Erfolg in meiner sportlichen Laufbahn. Und am Ende, wir waren am fehlerfreisten von den dreien, die die Chance noch hatten vor dem Rennen auf den Titel. Die anderen haben sich gegenseitig zerfleischt, ja? Und wir waren dann einfach in Schlagdistanz und haben dann eigentlich nur das genommen, was auf dem Silbertablett serviert wurde. Und am Ende ja, sind wir gut durchgekommen, haben keine Fehler gemacht. Und natürlich wird im Hintergrund viel diskutiert und gesprochen. Aber ich glaube, wir waren nicht der ausschlaggebende Punkt, dass es dann so kommt, wie es gekommen ist. Ich glaube, die Diskussion ist gar nicht mal, dass sich die beiden Führenden bis dahin immer so gehakt und bekämpft haben, dass sie sich gegenseitig von der Piste geschossen haben, sondern dass nachher die Fahrzeuge sozusagen einer Marke sich gegenseitig ein bisschen Platz gemacht haben, um dich durchrauschen zu lassen. Ist das ein Vorwurf, wo du sagst, kann ich doch gar nicht gelten lassen? Nein, also auf keinen Fall. Ich meine, am Ende ist es so, dass wir gar nicht gedacht haben vor dem Rennen, dass wir überhaupt in diese Lage kommen. Dass wir dann am Ende uns quasi abstimmen und sagen, okay, du hast die Chance jetzt auf den Meistertitel, ich lasse dich durch. Am Ende war das nicht geplant. Sowas kann man nicht planen. Aber es ist dann einfach so passiert, weil der Lukas Auer, der Philipp Ellis und ich, wir sind lange im System und wir wissen, wenn einer die Chance hat, so ein großes Ding einzufahren, ja, und du dich in die Lage auch gebracht hast, über das ganze Jahr hinweg dann das herzuschenken. Und das macht keinen Sinn. Wir haben es einfach genommen, wie gesagt, und ich glaube, das war auch verdient. Und am Ende muss man sagen, haben alle zusammengeholfen, dass wir am Ende diesen Titel für Mercedes AMG und auch für das HRT-Team einfahren. Robert, ist da so ein bisschen Undankbarkeit vielleicht in der Szene? Oder vielleicht tut es auch ganz gut, dass ja die DTM dadurch weiter im Gespräch bleibt? Naja, wenn man sich jetzt mal die Situation vor einem Jahr anschaut, da gab es in den Medien überall, DTM stirbt, gibt es nicht mehr, was machen wir mit der DTM? Sondern hat der Gerd Berger entschieden, wir fahren DTM mit den GT3-Autos. Da gab es von allen anderen Herstellern und auch Serienbetreibern, jetzt kommt hier die nächste GT3-Meisterschaft, das ist doch langweilig. Und anfangs war es ja auch schwierig, überhaupt 16, 17, 18 Autos zustande zu bekommen. In Hockenheim standen 23 Autos am Start und ich glaube, es war eine extrem spannende Saison. Und wenn man sich mal die Vergangenheit anschaut, da gab es drei Hersteller und die sind alle immer nur für einen gefahren. Also das war teilweise wirklich langweilig.
Und dieses Jahr gab es so viele Marken. Und in welcher Rennsportserie gibt es das schon, dass bis zur letzten Runde einer Meisterschaft es offen ist, wer der Meister wird? Und das letzte Rennen war so unglaublich spannend. Und ich glaube, der Maximilian hat mit unserem Team echt einen Top-Job gemacht, weil die waren immer vorne dabei, die haben immer gepunktet. Wir waren fast immer die schnellste Boxenstopp-Crew, weil das ganze Jahr trainiert wurde. Die haben, glaube ich, über 500 Boxenstopps trainiert während der Saison. Und dann sammelt man Punkte. Und als wir vor der Saison zusammensaßen bei mir zu Hause, haben wir gesagt, du, wir haben eine Chance, diese Meisterschaft zu gewinnen. Nicht nur vor der Saison, ich glaube, du hast auch vor der Saison hier in der Sendung gesagt, wir wollen eigentlich diesen Titel angreifen. Aber er muss immer punkten. Und er hat immer gepunktet. Er hat keine Fehler gemacht. Das Team hat keine Fehler gemacht. Und dann ganz am Schluss, der Lawson hätte das einfahren können und einfahren müssen. Der hätte nur Achter werden müssen. Der hätte sich einfach nur aus allem raushalten müssen in diesem letzten Rennen. Und der Van der Linde, der hat vielleicht ein bisschen die Nerven weggeschmissen. Das ist auch noch jünger. Der Maximilian ist 35, die anderen sind 25 und 19. Da war vielleicht noch so ein bisschen diese Ungestümtheit dabei. Aber er hat das mega cool gemacht. Und dass ganz am Schluss das Reglement, sage ich jetzt mal, genutzt wird und dass man als AMG-Familie da zusammenhält, und letzten Endes ihm dann die Chance gibt, die Meisterschaft zu gewinnen. Das war das kleinste i-Tüpfelchen. Aber die gesamte Saison war unfassbar spannend. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Bleibst du beim Team nach so einem Erfolg? Oder trittst du jetzt komplett zurück und sagst, ungeschlagen, setze ich mich zur Ruhe? Ich könnte ja auch sagen, ich mache auf Nico Rosberg, ne? Und höre auf. Deshalb die Frage. Aber das tue ich nicht. Da die Frage kam schon öfters, muss ich sagen. Aber erstmals natürlich genießen, feiern, mit dem Hubert, mit dem Team, die Jungs, die im Hintergrund, die sind leider nie in der Öffentlichkeit so zu sehen, aber die Jungs haben einen fantastischen Job gemacht, die haben super Pitstops gemacht, haben keine Fehler gemacht, das Auto ging immer wie die Feuerwehr. Und das muss man sagen, es ist eine riesen Teamleistung. Also ich als Fahrer sitze zwar im Cockpit und ich bin nach außen in das Gesicht von dem Team, aber da ist noch viel, viel mehr im Hintergrund, die erstmal das Vertrauen hatten, jeden Tag dafür gekämpft haben. Und mit denen wollen wir jetzt auch noch ein bisschen feiern, natürlich. Weil die Vorbereitung auf nächstes Jahr, die kommt natürlich und die Gespräche laufen auch schon. Also ich hoffe, dass ich da auf jeden Fall... Es gibt also ein nächstes Jahr zusammen. Das werden wir sehen. Aber ich glaube, es gibt das Sprichwort Never change a winning team. Und ich glaube, ich will weiter DTM machen auf jeden Fall. Und es wird ja Sinn machen, wenn wir da dran anknüpfen und den Titel verteidigen vielleicht. Hubert, magst du auch weiter DTM machen mit dem Team? Ich nehme an, mit dem Erfolg im Rücken ja, aber da hängt ja immer A, finanziell viel dran. Und natürlich, wie ist die Möglichkeit, welche Fahrer können zum Einsatz kommen? Oder willst du jetzt selber wieder fahren? Du bist ja auch zwei Rennen selber gefahren. Also wenn jetzt sozusagen nochmal richtig das Rennfieber kommt, dann sagst du Maximilian raus, das ist jetzt mein Cockpit. Ach, das könnte ich nicht. Würde ich gerne, bin ich aber viel zu alt. Nein, Spaß beiseite. Mir macht das echt Freude, dieses Team aufzubauen und diese Professionalität mit all den Teammitgliedern da umzusetzen. Klar sind wir nächstes Jahr wieder dabei und klar sind wir mit dem DTM-Meister dabei. Das gehört einfach zusammen. Wir wollen den Titel gemeinsam verteidigen, auch wenn man weiß, dass es extrem schwierig ist, einen Titel zu verteidigen. Und es wird einem meistens nicht einfacher gemacht. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich auch Reglementsänderungen geben, weil einfach diese... Ja, anfangs war es ein Nachteil, mit so vielen Mercedes zu fahren, weil wir natürlich immer am Limit gefahren sind und die anderen konnten das vielleicht ein bisschen besser managen. Und ganz am Schluss war es jetzt für uns ein Vorteil, dass so viele Mercedes gefahren sind. Deswegen haben wir die Meisterschaft gewonnen. Aber wir sind ganz sicher nächstes Jahr wieder dabei. Okay, jetzt haben wir begonnen eigentlich mit dem Talk, mit den vielleicht Streitigkeiten oder den kleinen Sticheleien oder den Reibereien oder was noch nachkommt. Ja, jetzt kommen wir erstmal wirklich zu dem Erfolg. Ihr habt gefeiert, das habt ihr schon gesagt. Es ist hell geworden am nächsten Morgen, so viel auch zu. Habt ihr alle Fahrer zusammen gefeiert oder ein, zwei, die auf der Strecke ein bisschen rumgedrängelt haben, waren dann nicht dabei? Also am Ende muss man sagen, ist die DTM eine tolle Familie und alle halten zusammen, auch beim Feiern natürlich. Ja. Und es ist so gewesen, dass ein Calvin van der Linde natürlich mit dem Liam Lawson nicht so gut konnte an dem Tag. Aber ich habe den Liam früh ins Taxi gesetzt und habe ihn nach Hause geschickt. Früh oder schon? Ja, es war schon hell, ja. Also wir waren gut dabei und natürlich, das gehört dazu. Nach so einer Saison muss man feiern. Und das ganze Team war dabei. Das war mir auch wichtig. Jeder Mechaniker mit, alle, die noch am Norrisring waren, waren dabei im Mach 1 und es war mega geil. Und der Pokal war auch am Start, den hat jeder rumgereicht und deswegen sind noch ein paar Macken schon dran. Aber das zeigt, dass
ja, dass wir eine Familie sind und jeder darf mal hinlangen. Und am Ende bin ich mit Luki Auer nach Hause gefahren ins Hotel im Taxi. Und da sieht man auch, dass da ja einfach wir eine tolle Familie sind, auch intern bei Mercedes AMG. Und wir uns das sehr, sehr schätzen. Nicht nur auf der Strecke, sondern auch neben der Strecke, weil es sind alles Party-People. Und die haben alle mit uns gefeiert, mit mir gefeiert. Und es war natürlich toll. Robert, jetzt zum Abschluss noch. Ist es jetzt ein Teampokal, ist es ein, ja, muss sagen, fränkischer Pokal, eine Meisterschaft durch Maximilian? Oder wie viel Anteil ist Münchner dabei? Naja gut, also man muss das schon aus Fahrersicht sehen. Der Fahrer hat einen sehr großen Anteil. Der Fahrer muss es am Schluss ins Ziel bekommen. Und er kriegt natürlich die Unterstützung von allen Teammitgliedern, Ingenieuren. Jeder trägt so seinen Teil dazu bei. Auch ich, der überhaupt die Entscheidung getroffen hat, dieses Team zu gründen, mit AMG zusammenzugehen, dass wir hier die Saison zusammen verbracht haben. Aber ganz am Schluss ist es der Fahrer, der die Nerven behalten muss und der die Meisterschaft dann gewinnen muss. Und deswegen ist sein Anteil natürlich da schon sehr, sehr ordentlich. Und das macht am Schluss ein erfolgreiches Team aus. Okay, dann nehmen wir bloß ein so ein Ding vielleicht für München raus und den Rest lassen wir dir. Danke, Hubert, dass du da warst. Viel Erfolg in der kommenden Saison. Danke, Maximilian. Und gerne. Auch da viel Erfolg. Und es klang ja schon so durch, das wird wohl eine weitere Meisterschaft mit euch geben. Danke fürs Kommen heute. Danke. Danke.